Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir über das Spiel Old Future Post-Apocalyptic Times. Ja, erstmal vielen Dank nach Italien für die Zusendung eines kostenlosen Keys. Hat mich sehr gefreut. Das Spiel ist erschienen gestern auf Steam. Kostet, Moment, noch im Early Access, muss man dazu sagen. Kostet, sagen wir, um die 16 Euro, 14,39 momentan im Angebot. Ist aus dem Hause Frontline Game Series. Besitze ich ja auch jedes Spiel. Ja, Early Access. Wenn wir uns mal hier die Kommentare anschauen, haben wir momentan ja nur die anderen. Grafik, ich war kurz drin im Spiel, Grafik ist super, gefällt mir. Ja, und die meisten Kommentare, wenn wir jetzt mal hier so gucken, dass wir No Music, No Sounds beim Laufen, es gibt noch keinen Sound im Spiel. Weder beim Laufen noch sonst irgendwas. Ihr habt nur einen Sound beim Laden der Waffe und beim Schießen, glaube ich. Aber es soll ja alles noch kommen, genauso wie Musik und so weiter, soll alles noch eingefügt werden. Hat der Entwickler sogar extra hier auf diese Bewertungen kommentiert. Also, wir wollen jetzt mal nichts verschreien. Wir bleiben im Early Access. Also, Singleplayer. Ja, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen, Multiplayer, ihr könnt natürlich auch mit Freunden spielen. New Game. Wir gucken das Ganze mal an. Wir können jetzt auswählen zwischen Canyon, Santa Catalina. Wir werden jetzt einfach mal den Canyon hier spielen. Save Name nehmen wir jetzt einfach mal Lone Wolf 1 und starten mal unser Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem das Coole, was ich auch wirklich am Spiel finde, ihr könnt umschalten in die Ego-Perspektive. Das werden wir aber gleich sehen. Das Laden dauert immer nur ein bisschen lange. Ich weiß nicht warum. Ein paar Änderungen muss man machen am Spiel. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass wir zum Beispiel durch Kakteen durchlaufen können. Dann die deutsche Übersetzung laut Entwickler wird irgendwann noch kommen. Aber ich denke mal, wir sollten eigentlich mit dem Englisch hier gut durchkommen. Na, ihr seht schon, es dauert ein bisschen. So, hier sind wir im Spiel. Also Grafik wirklich schaut super aus. Was nicht so schön ausschaut, ist das normale Gehen. Aber das Rennen schaut wieder gut aus. So, also F zum Interagieren, V to change Camera. Genau, und das ist nämlich das. Hier haben wir unsere Ego-Perspektive. Dann Tab-Taste für unser Inventar. Finde ich, schaut auch super aus. Was werden wir jetzt hier ausrüsten? Primärwaffe, Sekundärwaffe, die Axt. Nehmen wir die als Sekundärwaffe. So, nachladen müssen wir hier oben. Dann haben wir natürlich uns noch unsere Nagelpistole. Wasserflasche, 8 von 8. Ihr seht hier unten Gesundheit, Nahrung, Trinken. Und das ist unsere Ausdauer. Crafting, hier können wir natürlich was machen. Campfire, Bed. Eine Werkbank. Achso, hier haben wir Bandagen. Ticket to Paradise. Bandage. Stoff brauchen wir dazu. Okay, sonst können wir ja nichts weiter ausrüsten. So, Shift für Rennen. Und wenn wir unsere Waffe verstecken, können wir schneller laufen. Werden wir jetzt mal hier sehen. So, tun wir die mal weg. Ja, da kann er schneller rennen. Also ihr hört schon,
ihr hört eigentlich nichts. Wir haben noch keinen Spielsound hier im Spiel. Mal gucken. So, hier, das meine ich zum Beispiel. Seht ihr? Ihr könnt hier durchlaufen. Da ist ein Skorpion. Wir werden jetzt auf jeden Fall... Ach, wir haben hier oben unsere Karte. Da ist ja ein Fragezeichen. Da werden wir natürlich jetzt mal hinlaufen. Wir werden auch schauen, ob wir irgendwas looten können von diesem Boden. Warte mal, können wir da reingehen? Ja, da ist eine Tasche. So, oh, wir haben Munition. Nehmen wir mal das hier alles rüber. Dass wir hier keinen Platz verschwenden. Na, springen können wir auch. Das ist, glaube ich, ein Hauptmango an diesen Bewertungen, dass hier noch kein Spielsound im Spiel vorhanden ist. Okay. Hier hätten wir zwar was gefunden, ist aber leider nichts. Warte mal. Container. Können wir den zusammenhauen? Ne. So. Also, trinken haben wir ja. Wichtig ist natürlich unser Essen. Das können wir mit der rechten Maustaste machen. So, wir trinken jetzt mal. Können wir an Kakteen unsere Wasserflasche auffüllen? Oh, mein Akku ist leer vom Handy. Nö. Wir kommen dem Fragezeichen näher. Ach, da unten zu dem großen Schiff. Gibt es hier irgendwas hier drin? Ah. Wieso kann ich das nicht zerstören? Da ist was hier hinter. Ah, doch, jetzt geht's. Schaut hin. Wir können die Holzwand hier zerstören. Perfekt. So. Coupons haben wir. Ach. Da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr jetzt hier drin seid und auf die Escape, kommt ihr hier ins Menü rein. Ihr müsst dann einfach wieder auf die Tab-Taste draufdrücken, dass er rauskommt. Muss ich mir jetzt erst noch dran gewöhnen. Mal gucken, was uns denn hier noch alles bevorsteht. Hier ist auch so eine Holzwand. Instant Transfer. Also, hier können wir unsere Wände zerstören. Das haben wir da vorne schon gemacht. Na? Achso. Ich muss einfach nur näher hingehen. Nägel. Okay, die können wir auf jeden Fall hier mit einfügen. Braucht man keinen extra Platz dafür. So. Können wir die Minimap größer machen? Oh. Ho. Eine große Schraube, ey. Coupons. Und altes Geld. Ja, wir müssen wirklich Ausschau halten hier nach so Kisten. Die werden, glaube ich, überall verstreut hier rumliegen. Was sind das hier oben? Achso, wenn wir jetzt nochmal in die Ego-Perspektive reingehen. So. Da seht ihr jetzt zum Beispiel hier nur eure Waffe. Probieren wir mit der Axt hier mal, ob wir einen Baum schlagen können. Ja. Holz gesammelt. Die Frage ist, geht der Baum auch irgendwann mal kaputt? Wir können hier Unmaß an Holz schlagen. 32 Stück schon. So. Für ein Feuer brauchen wir 5 Holz. Ich denke mal, dass wir hier... Warte mal, du Cook Food. Ja. Also hier können wir Essen machen. Für unser Bett 50 Holz. Jetzt Moment, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Vielleicht können wir auch dort unsere Gesundheit hier wieder ein bisschen heilen. Mal kurz gucken. Wir haben 45. Ja, also ich denke, wir können an dem Baum unendlich viel Holz schlagen. So. Jetzt werden wir jetzt mal schnell unser Bett hier bauen. 8 Sekunden. Was brauchen wir hier? Scrap Metal to Slow. Ah, einen großen Bolzen, den haben wir hier.
Achso, hier ist mein Bett. Place. Können wir das hier aufstellen? Ah. Ach, einen Namen. Wie nennen wir das hier? Wir machen in Wolfsbau. So. Achso, Respawn Point. Schaut mal hier hin. Wir können hier respawnen. Aber wir können nicht schlafen. Also, dann hat das auf jeden Fall schon mal nichts mit der Gesundheit zu tun. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier Wasser trinken. Können wir das wieder... wegnehmen? Ich glaube nicht. Das soll auf jeden Fall unser Respawn-Punkt sein. Sollten wir jetzt irgendwo mal sterben? Naja, gut zu wissen. Auf jeden Fall genau direkt neben dem Baum. Können wir auf jeden Fall immer wieder Holz schlagen. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass wir hier... Ah, da ist was. Oh, auch nichts drin. Ja, ich bräuchte jetzt wirklich ganz, ganz dringend hier meine Nahrung. Ah, hier vorne kommt wieder ein Fragezeichen. Wollen wir hier mal kurz gucken. Naja, wo ist? So schaut es normallaufen eigentlich ganz gut aus. Blöde Zeit, dass wir durch die Kakteen hier durchlaufen können. Was ist denn das hier? Ist das ein Hase? Ne. Ah. Campfire. Wir haben ein Feuer gefunden. Lass mich mal kurz hier reinschauen. Ja. So. Gibt's hier irgendwas für uns? Oleg, Skorpion. Greift er mich an? Ja. Ach. Shit. Battery Spawn. Müssen wir mal so machen. Jetzt warte mal. Wir werden jetzt mal... Ach, jetzt sind aber unsere ganzen... Die Sachen, die wir gefunden haben, ist alles weg. Aber schaut euch mal das an. Wir... Jetzt ist natürlich die Frage, wann haben wir das letzte Mal Wasser getrunken? Wir müssen natürlich unsere Waffe auch noch laden. So. Wir müssen jetzt mal ganz, ganz kurz hier schnell zu dem Boot hier gehen. Ach so, hier oben auf der Minimap, schaut mal hier oben hin, da ist nämlich noch ein Pfeil von uns. Vielleicht sind unsere... Sachen, die wir verloren haben, hier oben. Okay. Ihr tut mir nichts, das ist sehr gut. Na, können wir nur hoffen, dass die Sachen hier oben sind. Wie gesagt, da ist nämlich auch unser großer Bolzen. Was sind denn wir jetzt gestorben? War das hier unten? Jetzt bin ich gespannt. Es kann schon hier oben gewesen sein. Ich hoffe mal, dieser blöde Skorpion ist weg. Ja. Was ist denn das hier? Ah, da ist unsere Leiche. Schaut euch das an. Da kommt er schon wieder. Dead Player. So, komm her. Boah, ist das laut. Oh, das ist verdammt laut. Effekt, warte mal. Naja, okay. Musik und so weiter bräuchte man eh eigentlich noch nicht machen. Oh, die Schießen ist laut. So. Von dem bekommen wir halt überhaupt nichts.
Also müssten wir eigentlich nur unsere Sachen tauschen, oder? Oh. Jetzt warte mal. Ja, wie kann ich den jetzt tauschen hier? Jetzt warte mal, wenn wir den jetzt hier. Ach so, das können wir gar nicht. Ach, so geht es. Können wir jetzt alle unsere. Ja, prima. Also, wir müssen ihn durchsuchen. Nagelpistole. Ja, das Gute ist natürlich, wir haben jetzt hier doppelt so viele Nägel wie vorher. Sehr gut. Jetzt warte mal, tun wir jetzt mal die Sachen hier nach oben. Dann könnten wir den hier eigentlich. Oh, Wasserflasche. Ne, das nehmen wir mit. So, okay. Schmeißen wir das mal weg. Mit dem, glaube ich, können wir sowieso nichts anfangen. Der hat auch keine Munition. Nö. Ja, sehr gut. Wir haben unsere Sachen wieder. Und sogar noch mehr Wasser wie vorher. Aber ich finde es ja cool, dass eure Leiche hier liegen bleibt. Wir könnten aber uns trotzdem mal irgendwo wieder ein Bett machen. Warte mal, ist da was drin? Ja. Batterien. Munition. Benzin. Ja, wir brauchen was zum Essen. Warte mal, den Skorpion können wir gar nicht aufnehmen. Dass wir zum Beispiel Skorpionfleisch essen. Muss man schnell mal schauen, wo war denn der? Ah, okay, Skorpion ist verschwunden. Da hängt ein riesen Roboter hier oben. Müssen auf jeden Fall hier Ausschau halten nach irgendwelchen Tieren. Wir haben nämlich noch kein Bett gebaut. Das hier oben. Ja, wir haben aber irgendwie auch keinen Baum hier. Shit. Was ist denn das hier drüben? Ah, wir hätten ein bisschen mehr Holz mitnehmen sollen. Dass wir zumindest hier schon mal ein Bett bauen können. Ah ja, hier haben wir eine Holzwand. Ja, ihr seht schon, also ihr müsst wirklich ganz nah hingehen. Wieder einen dicken Bolzen. Aber das Gute ist schon mal, dass die hier keinen Platz wegnehmen. Können wir das mitnehmen? Nee. Da ist ein Baum. Perfekt. Können uns Holz hauen. Oh, und da hinten ist ein Riesenschiff. So. Ach, wir können auf der Maus einfach draufbleiben, dann schlägt er automatisch. Perfekt. Tja, vor allem, wo kriegen wir jetzt hier was zu trinken her? Oder wo können wir unsere Wasserflasche auffüllen? Ich glaube aber trotzdem, dass wir wirklich oft genug speichern. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 62. Wir werden 100 Holz, würde ich sagen, schlagen. 50. Für jedes Bett, also können wir zwei Betten aufstellen. Mal gucken. 97, drei Stück noch. So, 102. Manchmal bekommt er nur ein Holz, manchmal zwei Holz. Jo, wir bauen unser Bett hier auf. Könnten eigentlich unser Feuer auch mal hier mit aufbauen. Da müssen wir mal gucken. Place. Komm, das machen wir mal gleich hier.
dass das alles ein bisschen gemütlich wird. Na? Können wir das aufstellen? Geht nicht. So, Bett haben wir hier. Place. Oh je, wir können hier gar nichts aufstellen. Vielleicht müssen wir eine ebene Stelle hier finden. Probieren wir es mal hier drin. Ja, da. So, dann nennen wir das Wolfsbau 2. So, okay. Ach so, mit R können wir sogar drehen. Ich möchte aber mein Feuer hier noch dazu aufstellen. Schade. Ah, ne, das ist mein Bett. Ja, ich kann leider kein Feuer aufstellen. Vielleicht ist es auch noch nicht verfügbar im Early Access. Kann natürlich auch sein. Oh. Da oben sind welche. Was machen die? Aber ich glaube, die haben nicht mehr so viel Gesundheit. Alter, ist es laut. Sag mal, wie viel kannst du einstecken? Ja, der kann so viel einstecken. So, jetzt haben wir. Da kommt der nächste. Und unsere Gesundheit ist halt wirklich auch fast. No space. Was? Jetzt. Ah, Anbauteile für die Waffe. Komm her zu mir. Ah, wo rennt denn der hin? Ah, ich bin fast da. Jetzt. Gott sei Dank. Ich hoffe mal, wir kriegen Nagelpistole. Na, die könnten wir aber eigentlich trotzdem auch mal probieren. Oh, wir haben eine Bandage, sogar 5 Stück. So. Genau. Oh, das ist aber nicht viel. So. Burgers. Quick and easy meal. Ja, können wir kochen, aber wir brauchen was zum Trinken. So. Ah, schau mal, siehst du eigentlich leer, finde ich. Aber wir können weiter trinken. Wie kriege ich jetzt das Ding hier auf? Oder brauchen wir wirklich jetzt erstmal hier unser Feuer dafür? Place. Aber wo kann ich mein Feuer aufstellen? Shit. Ah, hier. Sehr gut. So. Cooking. Tun wir mal das hier rüber. 5 Holz. Brauche ich dazu noch irgendwas? Ja, muss ich vielleicht die Dose irgendwie aufmachen? Shit, wie funktioniert denn das hier mit dem Kochen? Ja,
Vielleicht brauche ich da noch irgendwas dazu. Also, wir nehmen jetzt mal unser Feuer einfach wieder mit. Das können wir gar nicht mehr abbauen. Na, ist egal. Ist hier in der Nähe von unserem Zelt hier. Das große Schiff. Wie viel Munition haben wir überhaupt noch? 41. Tja, wir bräuchten jetzt irgendwas, mit dem wir hier noch was kochen können. Oh. Was ist denn das hier unten für großes Vieh? Lass mich mal schnell hier runter. Das ist ein Riesenskorpion. Ja. Sowas wie Fisch. Ah, da können wir es konsumieren. Ja, okay, aber ihr seht, da kriegen wir eigentlich wirklich viel vom Essen. Ah, wir haben Wasser getrunken. Hätte ich das vielleicht nicht in meine Flasche füllen sollen? Collect Stone. Für was brauchen wir denn die Steine? Ah, das ist wie eine Falle hier. Stacheldraht, Metall. Jetzt warte mal, können wir da irgendwas, dass wir den Platz hier nicht verschwenden? Ja, machen wir das mal so. Ach, dann ist hier unten. Ja, komm, lass mal so. So, da haben wir alles. Naja, hier gibt es auf jeden Fall jede Menge, die wir mitnehmen können. Ah, cool. Hier können wir unser Wasser immer auffüllen. Sehr gut. Körperpanzer. Was haben wir jetzt als Körperpanzer? Ach so, so ein Straßenschild. Nicht schlecht. Bandagen. Ja, jetzt wird es langsam hier ein bisschen eng. Ledertasche. Bandage. Und da haben wir hier eine Klaue. Da haben wir den Stachel. Ja, ich glaube, wir bräuchten aber mal irgendwie wie so ein Lagerraum. Lass mich mal hier rein. Da ist nämlich noch eine Kiste. Eine Zündkerze. Habe ich die jetzt mitgenommen? Shit, wo ist denn jetzt diese Zündkerze hin? Habe ich die jetzt daneben geschmissen? Die ist weg. Shit. Die hätte ich bestimmt für irgendwas nehmen können. So, jetzt können wir nochmal schauen. Ja, also wir können hier wirklich. Aber ihr seht schon, es gibt nicht viel Wasser zum Trinken. Das ist immer nur ganz, ganz wenig. Aber hier ist doch das Fragezeichen. Müssen mit dem vielleicht hier. Oder ist irgendwas hier oben gemeint? Gute Frage. Tja, müssen wir mal gucken, was wir machen müssen.
Ja, vielleicht müssen wir auch irgendwas hier machen. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt hier auch speichert, wenn wir jetzt dann hier beenden, ne? Und vor allem, wie das mit dem Essen funktioniert. Also so manche Konservendosen, wie zum Beispiel diesen Fisch, den konnten wir ganz normal konsumieren. Aber unsere Burger mit dem Kochen, bin ich noch überfragt, wie das geht. Okay, hier kommen wir leider nicht hoch. Da wäre bestimmt jede Menge drin. Mal gucken, ob wir dann vielleicht von hier rüber kommen. Ja, da kommen wir hin. So. Das werden wir uns nur anschauen und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Gehen wir kurz hier gucken. Da gibt es auch was. Whooping Alkohol. Zum Säubern von Wunden. Jetzt warte mal, was machen wir denn da jetzt am Blitz, dass wir hier nicht so viel Platz verschwenden? So schaut's gut aus. Da oben ist ja auch noch ein Platz. So. Okay, also hier haben wir noch 41 Schuss. Da können wir ja nichts weiter ausrüsten. Wir haben weder Shirt noch Hosen noch Stiefel. Also das müssen wir im Laufe der Zeit hier alles noch suchen. Also kommen wir in das Schiff hier gar nicht rein, oder? Nee. Gibt es auch nichts weiter. So. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier zu den Sachen hier wieder gehen. Mein Zelt ist hier oben, okay. Ah, warte mal, ist hier auch was? Kaktus. Tja, ist natürlich jetzt saublöd mit unserer Zündkerze hier. Warum ist die weg? Ich glaube, ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Und dann ist sie weg. Weil mit irgendwas verbunden, glaube ich, wird er nicht funktionieren. Aber warte mal, wir könnten uns ja mal die Nagelpistole anschauen. Geht das? Wieso kann ich den nicht ausrüsten? Ah, jetzt, ja. So, dann mal, jetzt hauen wir mal unsere Nägel hier rein. Probieren wir mal. Boah, das ist immer noch so verdammt laut. So, die tun wir jetzt mal weg. Ja, okay. Also, das haben wir auf jeden Fall alles. Dann können wir nochmal schnell was trinken und werden das hier schnell nochmal auffüllen. Wir machen es gleich so. So. Ach, ich wollte doch auffüllen. Ja, jetzt ist wieder voll. Und wie gesagt, jetzt können wir halt nur hoffen, dass wir hier einen Speicherpunkt haben. Okay, ihr könnt es mir ja ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr denn von dem Spiel so haltet. Ich werde von dem hier sowieso nochmal ein ganz, 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 ganz kurzes Video machen. Ich habe nämlich auch noch ein paar Keys für euch bekommen. Also die schnell sind, werden welche bekommen. Müsst aber leider auf das andere Video warten, was ich denke morgen übermorgen kommen wird. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr denn das Spiel so findet. Jetzt lasst mal bitte den Sound weg. Wir sind Early Access. So im Großen und Ganzen. Ne? Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nochmal vielen Dank nach Italien an Frontline Game Series für den Key.
Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Tschüss. So back to what I was saying.